Unterm Wort ist Alois Kainz von der FPÖ. Wir haben in der Landwirtschaft, was eine Aufstockung erfahren hat. Aber jedoch bei genauerer Betrachtung ist es de facto keine. Da einige Bereiche aufgrund der neuen Kompetenzverteilung im Bundesministeriumgesetz nun dazugekommen sind. Das ist ungefähr so, als kauft man sich ein Auto mit einem 15 Liter größeren Tank, doch zeitgleich ist der Verbrauch um 2 Liter gestiegen. Im Endeffekt kommt nahezu gleich weit aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen der ÖVP, das Landwirtschaftsministerium ist seit über 3 Jahrzehnten durchgehend in Ihrer Hand. Und ich verstehe daher nicht, warum Sie als Kanzlerpartei unserer österreichischen Landwirtschaft nicht einen größeren Dank zur Verfügung stellen. Gerade in Anbetracht der Corona-Krise haben wir gesehen, wie wichtig Regionalität ist. Ich bin davon überzeugt, dass uns das Jahr 2020 bisher einiges gezeigt und gelernt hat. Und meiner Meinung nach gilt es, die Eigenproduktion Österreich zu fördern. Und gerade hier müssen wir investieren. In den letzten Jahrzehnten wurde die tägliche Arbeit unserer Bauern immer schwieriger. Trotz des technologischen Fortschrittes, welches sicher viele Anstrengungen erleichtert, kamen auf der anderen Seite viele neue Hürden hinzu. Neben den behördlichen Auflagen und diversen EU-Verordnungen haben sich auch die klimatischen Bedingungen sehr stark geändert, wodurch unsere Landwirtschaft zu einem Umdenken gezwungen wurde. Generell glaube ich, dass uns die Corona-Krise gezeigt hat, wie wichtig es ist, eine sichere Versorgung zu haben. Aber diese sichere Versorgung beinhaltet auch eine sichere Produktion. Und diese können wir nur dann sicherstellen, wenn wir dem Bauernsterben entgegenwirken. Es ist unsere Aufgabe als Politiker, aber auch als normaler Konsument dieser Lebensmittel, die Arbeit und Leistung, welche dahinter steht, zu sehen und anzuerkennen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Hoffnung und mein Wunsch für das nächste landwirtschaftliche Budget ist definitiv ein tatsächlich größerer Dank, damit man auch weiterkommt. Vielen Dank. Sagt Alois Kainz von der FPÖ, eine Aufstockung im Budget, die in Wirklichkeit eine ist, die sieht er im Budgetentwurf 2020, ein Budget, das morgen abgestimmt werden soll.